Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist... Oh Gott! Alter, das gefällt mir hier überhaupt nicht! Das gefällt mir nicht. Ich hätte denen nicht Bescheid geben sollen. Fuck. Lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4 Part Nummer 92. Ja, wir sollen wieder zu Sean. Da können wir eine Quest annehmen. Und das werden wir auch direkt mal machen, weil ich habe Bock auf eine Hauptquest. Ich glaube, nach dieser Hauptquest müssten wir auch mal wieder ein bisschen looten und einfach mal ein bisschen rumlaufen. So wie Sie Vater in die Welt gebracht haben. Müssten, glaube ich, hier lang. Ah, ne, so komme ich... Ah, oh, fuck, wie komme ich denn zu dem jetzt hin? Ja, wir wollen auf jeden Fall wieder eine Hauptquest machen, habe ich richtig Bock. Und ich hoffe, wir verrecken jetzt nicht, ne? Ne, das hat geklappt. Genau. Und dann gehen wir erstmal zu Sean und gucken uns den Spaß an, da ist er ja. Okay, wir könnten... Oh, Moment mal, wir haben doch hier bestimmt... Guck mal, unser Inventar ist doch bestimmt... Ach, guck mal, das ist ja voll. Wir könnten ja eigentlich erstmal ein bisschen Stuff verkaufen. Benötigen Sie zusätzliche Vorräte? Ja, ich brauche Vorräte. Beziehungsweise ich will es verkaufen. Klar, ich schaue es mir an. So, wunderbar. Dann lass mal gucken, was wir an Waffen verkaufen könnten. Pyrogranate kann weg. Alter, die sind ganz schön teuer. Krass. Impulskanamine kann auch weg. Leuchtpistole bleibt. Pff, komm, die kommt weg. Brauchen wir nicht. Dann können wir doch hier... Was haben wir... Oh, krass, Alter. Was ist das denn? Oh, die sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Lass mal gucken, was der noch so hat hier. Ah. Oh. 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 Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu, warte mal, Brustteil. Was ist denn unser jetziges Brustteil? Wo ist es denn? Da, reduziert, ne, das haben wir gar nicht an. Kampfrüstung, beschleunigt Regeneration der, ne, das war's auch nicht, haben wir es denn? Wo ist es denn? Zündrüstung. Da. Oh, das ist aber... Ja, dann könnten wir eigentlich mal was Besseres kaufen, oder? Brustteil. Ah, das hat mehr. Was gibt's denn noch? Hat der noch ein bisschen Stuff oder sowas? Irgendwas Cooles. Das ist eine fette Waffe. Na komm, dann nehmen wir einfach mal das Brustteil. Wo ist es? Hier. Alter, wie teuer! Hoppala! Ja, das kann ich mir nicht leisten. Abbrechen. Hoppala. Dann, ich habe eine Reihe von Gegenständen, die bei ihren Oberflächenmissionen nützlich sein dürften. Ja, das ist super. Schade, ja, dass wir das uns nicht holen können, weil zu teuer. Fuck. Okay, dann verkaufen wir das. Ja, komm und tschüss. Müsste es gewesen sein. Danke. So, dann gehen wir mal zu Vater. Wir müssten eigentlich mal viel mehr Geld farmen irgendwie. Ich müsste das wirklich eigentlich mal machen. So, hi, du hast doch... Ah. Hallo, Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Okay. Das ist eine Fangfrage. Was wurde denn gestohlen? Institutseigentum kommt nur selten abhanden. Wenn das geschieht, müssen wir reagieren. Okay. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Ja. Sie wollen diese Synths zweifellos... befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Ja, aber kenne ich nicht. Railroad? Ach, das ist so. Jetzt hör auf mit den Spielchen. Ich weiß, dass sie maßgeblich daran beteiligt waren, dich zum Institut zu bringen. Keine Sorge. Ich nehme es dir. Ich habe mich auch verklickt. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Okay. Okay, machen wir. Klingt recht einfach. Hoffentlich ja. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen.
Sie würde es nur noch komplizierter machen. Ja, dann auf geht's. Ich handle schnell. Du kannst auf mich zählen. Eine Kontaktperson wartet vor Bunker Hill auf dich. Viel Glück. Danke. Bunker Hill. Da informier die Bruderschaft. Ah, also, wisst ihr... Ich weiß noch nicht, für wen ich mich entscheide. Weil Bruderschaft finde ich irgendwie cool, aber die sind auch ein bisschen zu krass. Und das Institut ist halt irgendwie... Ja. Wir werden die Bruderschaft auf jeden Fall mal informieren. Wo ist sie denn hier? Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja. Scheiße. Ist halt... Ah, ich weiß noch nicht, für wen ich mich entscheiden soll. So, zack. Und da sind wir wieder. Okay, dann gehen wir doch mal fix hier rein. Und dann reden... Ja, genau, wir reden mal mit Maxen. Und dann geben wir ihm auf jeden Fall Bescheid. Ich weiß nur nicht, warum wir ihm Bescheid geben sollen. Wir spielen hier gerade ein doppeltes Spiel, was ich ein bisschen schade finde. Weil eigentlich will ich... Ich will ja eigentlich für das Institut da sein. Aber ich weiß halt nicht, wie korrupt die sind. Ich weiß aber auch nicht, wie korrupt hier die Bruderschaft ist. Weil die sind halt wirklich extrem, so von wegen, ja, alle Synths müssen draufgehen, alle Supermutanten weg, alle, die nicht so sind wie wir, müssen weg. Ist mir halt wirklich ein bisschen zu extrem. Wir hören es uns einfach mal an und wenn wir uns irgendwann entscheiden müssen, werde ich das wohl nach Bauchgefühl machen. Unmittelbar bei Proctor Quinlan zur Überprüfung. Ich erwarte ungeduldig Liberty Primes Fertigstellung, Ritter. Machen Sie sich wieder an Ihre Arbeit. Ich muss etwas Wichtiges melden, Ältester. Das Institut versucht, entflohene Synths aus Bunker Hill zurückzuholen. Woher haben Sie diese Information? Unsere Aufklärung hat nichts dergleichen berichtet. Ich habe sie aus sicherer Quelle. Sie müssen mir vertrauen. Sie schützen Ihre Quelle, oder? Ja. Nun gut, da Sie mir bislang keinen Grund gegeben haben, an Ihnen zu zweifeln, genügt mir Ihr Wort. Na also. Ihr Bericht bietet uns die einmalige Gelegenheit, dem Institut gegenüber unsere Absichten kundzutun. Sie erhalten das Kommando auf dieser Mission. Sehr gut. Vernichten Sie die Synths in Bunker Hill und jeden, den das Institut schickt, um sie rauszuholen. Okay. Ich sage Kells, dass er Ihnen die passende Unterstützung zuweisen soll. Oh. Wegtreten, Soldat. Oh, ich bin nicht sicher, ob das jetzt so gewollt war. Bin mir nicht sicher. Bin mir wirklich nicht sicher. Okay. Kann ich den mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Oh, geil! Cassette Beasts ist runtergeladen. Übrigens ein sehr, sehr geiles Spiel. Wollte ich mal anzocken. Ja, wird dann auch mal gemacht. So. Wo müssen wir hin? Bunker Hill ist hier. Dann gehen wir doch da mal hin. Kann ich da... Ach, das ist so ätzend. Jetzt muss ich da immer extra raus nochmal. Ich muss da immer raus an die Luft. Das ist halt einfach... Das ist schlechtes... Spieldesign. Ganz ehrlich, das ist ganz, ganz schlechtes Spieldesign, dass man irgendwie extra raus muss an die Welt, dass man sich schnell reisen kann. Das ist nicht gut. Das ist einfach nur nervig. Aber gut. So. Ja, ja, gruselig, bla bla bla. So, Bunker Hill, da waren wir zum Glück schon mal. Dann gehen wir da mal hin. Okay, dann sind wir hier. Okay, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Dann speichern wir erstmal ganz kurz und hoffen, dass wir nicht auf die Fresse kriegen. Ich sollte vielleicht mal eine Waffe nehmen. Okay. Ah, hi. Ich habe auf Sie gewartet. Ja. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Versuchen Sie ab jetzt mitzuhalten. Unsere Ziele sind im Gebäude. Vier Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Okay, das ist gut. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Missionsparameter haben sich geändert. Wir schießen. Fordere Unterstützungstransmission. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Digga. Okay, was ist jetzt unser Scheiße, was ist jetzt unser Plan? Finde die entflohenen Synths. Ja, und wo soll ich die finden, Digi? Sind das die Railroad-Krieger? Synth-Läufer, the fuck, Alter. Okay, dann machen wir mal den Krieger hier platt. Komm, den machen wir so platt. Au. Okay, der ist weg. War gut. Wah! Granate. Oh, Glück gehabt.
Oh, der hat voll auf Locke geschossen. Was soll das denn? Digga, das ist nicht nett. Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist... Oh Gott! Alter, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Das gefällt mir nicht. Ich hätte denen nicht Bescheid geben sollen. Fuck. Ich mache mir das viel zu schwer. Die nächste Mission wird nicht mitgeteilt. Ohne Scheiß. Kann ja nicht sein hier. Hi. Oh, die halten viel aus. Was geht? Alter, das ist hier ein absolutes Gruppengemetzel. Oh, krass. Alter, der hat ja... Der hat mir ein bisschen zu viel Level. Der hat mir ein bisschen zu viel Level, der Gegner hier. Ach du Scheiße. Habe ich schon mal gesagt, dass ich wirklich froh bin, dass wir diese Shotgun haben. Fuck. Okay, die kämpfen ja alle gegeneinander. Das ist... Könnt ihr machen, ist kein Problem. Aber ja, ich bin hier ein wenig scheiße. Fuck! Das Tor kann ich nicht aufmachen. Fuck. Ja, wie geht das jetzt hier weiter? Wie ist denn jetzt. Also ich soll hier entflohenen Synths finden. Und wie? Ah, da ist ein Raider-Abstand, den machen wir noch platt. Na also, weg mit dir. Oh krass, Digga, du bist ganz schön weit runter geflogen. Ah, scheiße, jetzt habe ich doch schnell gespeichert. Okay, Mist. Okay, das... Ich bin mir nicht sicher, wie gut das jetzt hier gerade ist. Ihr könnt euch ja alle gegenseitig platt machen, ist kein Problem. Synth-Rüstung. Oh, geht mal her. Oh, Vollhelm. Oh. Ah, fuck, Alter. Was? Ihr versteht mein Struggle. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Also, ich bin hier echt am Arsch, weil hier einfach... Ja. Weil, ja. Das wirklich extrem scheiße läuft gerade. Wir müssen einfach, ja. Müssen wir uns auf eine Seite schlagen? Oh, hey, den habe ich doch abgeschossen. Warum kriege ich die Erfahrungspunkte nicht? Was auf jeden Fall, dass es hier gerade extrem ruckelt, weil einfach... Ja. Boah, Digga, was war das denn? Das war doch ein Fatman, Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich gut ist. Scheiße, verdammte Axt. Ja, nice. Das geht hier alles kaputt. Schnell hier weg. Sorry. Der hat auch wieder ein hohes Level. Digga, das war fies in den Kopf. Boah, fuck, verdammt. Ich hoffe, die machen sich einfach gegenseitig alle platt. So, nochmal, Entschuldigung. Oh Gott, Digga. Auch wieder ein Kopf kürzer geworden. Hier ist ein absolutes Frackfest gerade. Was geht? Fuck, verdammt. Die entflohenen Synths sind auf jeden Fall da drin, oder? Ich habe ja keine andere Quest ausgewählt, soweit ich weiß. Ja. Hey, Boy. Und weg mit dir. So, die gehen alle drauf. Das ist prima. Munition nehmen wir einfach immer mit. Tut dir nicht weh. Alter, was ist das mit dir? Der alte Stackton. Der alte vor allem. Der alte Stackton. Scheiße. Okay, wisst ihr was? Wir werden uns jetzt einfach hier liebevoll runter verpissen. Ja, wir verpissen uns. Ach du Scheiße. Das war... Also das nächste Mal gebe ich wirklich nicht Bescheid.
Das ist wirklich nicht gut. Gott, Alter, hier geht's auch direkt wieder ab. Oh Mann. Boah. So. Okay, die sind zum Glück alle nett. Aber die halt alle nett. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich wirklich heilen. Lasst jetzt mal hier ein bisschen Stuff nehmen. Aufbereitetes Wasser kommen. Haben wir hier noch Cram. Didio, brauchen wir nett. Instant Püree. Das sieht doch ganz nett aus. Und das Eichhörnchen. Oh, fuck, Alter. Die machen mir platt. Einer weg. Ja, die kriegen auf jeden Fall richtig hart auf die Fresse gerade. Oh, Diggi. Nicht gut, nicht gut. Absolut nicht gut. Der Railroad-Krieger. Können wir das mit der Waffe vielleicht? Treffen wir den da besser? Oh, ey, komm her. Da ist er. Das sind zwei. Fuck. Ja, ihr bekämpft euch einfach gegenseitig. Treffe ich hier so? Nein. Nein. Das war besser. So, ihr seid alle noch nett, ja? Ja, die sind alle nett. Okay, ihr seid alle freundlich, das ist gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Looten erstmal ein bisschen. Und speichern mal kurz. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Munition, was wir sammeln. Ein Telefon. Holomarke, den nehmen wir mit. Alter! Holy fuck! Die gehen hier alle drauf. Die gehen hier alle drauf. Was geht? Fuck, verdammt. Nein. Boah, wir müssen hier weg. Boah, fuck, Alter. Ihr macht das schon, gelle? Also, an sich ist es gut, dass sie uns ja helfen hier, ne? Aber verdammt. Boah. Das ist ein... Den Geschütze machen wir platt. Wenn ich ihn da treffe... Danke. Ich werde geblockt von irgendetwas. Oh! Anstrengend. Einfach nur anstrengend. Okay, wir... Nein. Holen nochmal hier das. Das hier. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen gesättigt. Und gehen mal fix weiter. Genau, gib mir Feuerschutz. Das wäre super. Ah, Moment mal. Beinverkleid, Zündrüstung. Lass mal gucken, was die Zündrüstung so kann. Ah, nicht so viel. Schade. Hätte ja sein können. Boah, Digga. Ja. Oh, fuck. Verdammt. Ja, der ist weg. Weiß nicht, wie er runtergekommen ist. Oh Mann. Das ist doch hier einfach, das ist doch hier einfach echt gerade ein Albtraum. Jetzt mal ehrlich. Da. Ah, könnte ich mich aufregen jetzt. Okay, wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch. Und dann, ja, hier ist das. Ah, perfekt. Das nehmen wir mit. Das auch, das auch.
gehen hier rein. Oh! Sehr gut! Unser mysteriöser Mensch ist da. Und tschüss. Schade, ich hatte mir gehofft, dass wir hier mehr Stuff finden. Eieiei. Panzer der Railroad-Mantel. Lass mal gucken. Oh, Alter! What the fuck? Ja. Guck dir die Scheiße an. Krass. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Rüstung, die auch noch nach was aussieht. Wunderbar, das wollte ich schon die ganze Zeit. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir kurz wegwerfen. Oh Gott, wir haben... Ach, wir haben ja gar keine Taschen mehr, genau. Fuck. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall unser Stuff wieder nehmen. Warum ist denn? Das hatten wir. Ne, das hatten wir. Weiß nicht, das. 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 Den Helm haben wir ja gehabt. Wo ist der linke Arm? Hier. Okay. Ja, jetzt müssen wir noch eine Waffe wegwerfen. Irgendetwas. Kammerjäger. Hä, warum ist die denn hier drin? Ah, die bleibt mal hier. Scheiße, ich habe viel zu viel Stuff. Ich habe viel zu viel Stuff gerade einstecken. Mist. Der bleibt auf jeden Fall Chemikalienanzug. 38! Weg. Sauberes Jeanskleid brauchen wir nicht. Okay. Totenkopfhalstuch behalten wir mal. Mhm. Ärgerlich. Ja, scheiße. Was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg, meine lieben Zugucker? Wir haben doch... Ganz ehrlich, mir bleibt nichts anderes übrig. Dann lasst mal hier ihr das wieder geben, das, die Kleidung. Wo ist es denn? Nee, Kleidung, da. Es sind Vollhelm, der kommt weg. Oh, Glück gehabt, ich habe schon gedacht. Ich krieg's gerade nicht geschissen, gell? Wo ist jetzt meine Kleidung, Mann? Hier, Transfer. Ja, scheiße. Schade, die waren nämlich geil. Die nehmen wir ja auf jeden Fall auch wieder mit. Okay, hier sind die Synths oder was? Tatsächlich. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. Nein, wir geben euch den Reset-Code. F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Okay. Okay, dass er das weiß. Na schön, Zünd. Bitte. Z322, zurücksetzen auf Werkseinstellung. Ja, komm. So, und weiter. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Okay. Was ist so schlimm am Institut? Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ja, weg mit euch. Y915, zurück. So. Du da, Zünd. Komm, bitte, tu es nicht. Was denn? Warum hast du solche Angst? Ich will nicht zurück. Bitte, lass mich nicht zurückgehen. Aber warum? B257. Das sind alle. Auftrag erledigt. Gehen Sie zurück in die Stadt und stellen Sie sicher, dass alle Feinde eliminiert wurden. Ich bringe die Synths per Transmission zurück zum Institut. Melden Sie sich danach bei Vater. Und gute Arbeit. Boah, Alter. Plötzlich alle weg. Okay, danke. Kein Ding. Hab ich gerne gemacht. Auch wenn es hier komplett eskaliert ist, verfickt. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist zu 100% einfach komplett eskaliert. So. Ich würde gern... Ich nehme den jetzt. Ich nehme das Scheißding auch mit, gell?
Habe ich denn nicht noch irgendwie hier irgend so ein... So ein Dings, nicht Zeitlupe, sondern... so ein Steak, dass wir einfach mehr tragen können. Nee, ne? Warum eigentlich nicht? Hatte ich doch die ganze Zeit, oder habe ich das aus Versehen gegessen? Ist das... Das ist nicht da. Scheiße. So, wo müssen wir denn? Wir müssen jetzt runter... Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin halt gerade ein bisschen langsam. Es tut mir leid. Aber ich möchte diese Rüstung einfach mal behalten, weil die eigentlich gar nicht mal so kacke ist. Ohne Scheiß. So, speichern und runterhüpfen. Ah, das hat ja geklappt. Wir gehen langsam. Ganz langsam. So, Seife wollen wir uns nicht aufnehmen. Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Dieses scheiß Tragelimit immer. Das ist super nervig. Ah! So. Es wird. Wir gehen immer weiter. Es wird langsam. Dann können wir nämlich gleich, wenn wir oben sind, können wir uns dann einfach teleportieren. Und dann werden wir mal ganz kurz unseren Schrott ablagern. Und, ja, wir werden unseren Schrott lagern. Dazu gehe ich dann mal bei uns, gehe ich mal bei uns ins Lager, beziehungsweise zu Sanctuary. Und ich gucke jetzt einfach mal, was hier noch passiert, wenn wir jetzt rausgehen. Ansonsten mache ich nämlich dann gleich einfach einen Schnitt, meine lieben Zugucker. Das reicht dann auch wieder für heute. Oder zumindest für jetzt. Wenn wir dann langsam mal gehen. So, jetzt auf geht's. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt auf die Fresse kriegen oder ob es passt. Bin gespannt, ob jetzt immer noch diese krasse Schlacht am Start ist oder ob es geht. Komm schon. Ich warte. Immer noch. Ich weiß nicht, ob das bei der anderen Xbox irgendwie besser ist mit den Ladezeiten. Ich weiß, ich reg mich jedes Mal auf, aber verdammte Scheiße. Diese Ladezeiten sind wirklich furchtbar. Ich meine, man muss viel laden und bla, aber... naja, egal. Kriegen wir schon. Ah ja, siehste. So, könnten wir schnell reisen, das wäre nämlich ganz nett. Oh, come on. Hier sind noch Feinde in der Nähe? Wo sind hier Feinde in der Nähe? Ah. Da ist auf jeden Fall einer, ja. Ja, ich weiß, dass ich nicht rennen kann, Mensch. Kann ich jetzt schnell reisen vielleicht? Ah. Ja, da war irgendwo eben ein Feind. Ah. Aber wir können mal ein bisschen Wasser trinken, oder? Ja, geil. Da können wir uns, ich weiß zwar nicht, inwieweit uns das heilt, weil wir das Wasser einfach nur nach unten drücken. Aber soll mir recht sein. Wirklich, ist kein Problem. Können wir machen. Danke. So, wir kommen jetzt hier raus, richtig? Mehr oder weniger. Come on. Come on, hier ist doch... Ja gut, das sind doch zwei Feinde, aber das kriegen wir auch hin. Okay, meine lieben Zugucker, da mache ich jetzt hier auf jeden Fall mal einen Schnitt. Das müsst ihr ja... Oh, warum ist der denn böse, Digi? Warum bist du böse? Habe ich doch gar nichts getan. Warum war der denn böse? Und da ist schon wieder ein Birdie-Bot kaputt gegangen, oder was? So, kann ich jetzt schnell reisen vielleicht? Ach, das ist doch scheiße. So, wir gehen mal weiter. Ich habe hier gerade eine Kuh gehört. Ist aber okay. Ja, alles gut. Ihr macht das schon. Wir verkriechen uns jetzt mal hier langsam. Na komm. Vielleicht können wir jetzt endlich mal reisen. Ach, ich kann deswegen nicht schnell reisen. Oh. Ja, super. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Fuck. Ja, das ist richtig scheiße gerade. Kann das auf jeden Fall weg? Jetzt brauchen wir doch gar nicht mehr viel, oder? Was weg muss. Ist das nervig? Das ist ja richtig kacke. So, der Vollhelm kann weg.
Nicht 3. Was hat denn hier? Ich kann das ja sortieren, guck mal. Jetzt bin ich ja weggegangen aus dem Gewicht. Also, was haben wir? Ja, der ist richtig schwer. Lederrüstung, die kann weg. So, das braucht mir nicht mehr viel. Chemikalienanzug bleibt. Ah! Siehst du mal. Na also, perfekt. Jetzt können wir nämlich schnell reisen. Sehr gut. Wo war es denn? Hier. Also, jetzt aber, meine lieben Zugucker. Ich mache einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich räume dann mal ein bisschen mein Inventar auf und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, haut rein und passt auf euch auf. Tschüss.